Hallo, herzlich willkommen zurück bei She-Log und zu The Long Dark. Ich lege direkt meinen Speicherstand an, denn ich glaube, das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht, einen neuen anzulegen. Und bevor wir jetzt da rausgehen und uns mit dem Bären anlegen, ja, neuer Spielstand. Altmetall für Jeremiah. Ja, das macht Sinn, denn ich glaube, wir sollen irgendwas sammeln. Für Jeremiah. Pass auf, das steht hier. Beschaffe Transponderteile. Für das ungeübte Auge mag es so aussehen, als wäre eine Katze auf meinem Stuhl gesprungen. Da das aber bedeuten würde, dass ich meine Katze nicht im Griff habe, stimmt das natürlich nicht. So, Südwestturm, Nordturm, Südostturm. Oh, ich muss schon wieder zurück ins trostlose Marschland. Ist es scheiße im Marschland? Ah, das ist wahrscheinlich der Gag an der Sache. Okay. Ich glaube, einen Turm kennen wir. Das ist dann wahrscheinlich der Turm, in dessen Nähe der Bunker war im, hier im anderen, im alten Story-Modus. Ich glaube, der lag im Norden. Und die anderen, ja gut. Er wird ja hoffentlich irgendwie eingezeichnet sein. So, ja. Das ist der Nordturm. Der Südostturm ist das. Oh, wie passend. Da ist ein Vorratsversteck in der Nähe. Gut. Okay, die liegen natürlich richtig schön weit auseinander, was aber auch Sinn macht. Drei Funktürme direkt nebeneinander zu bauen, wäre albern. So. Wir sollten diesmal wirklich nicht unseren Schlafsack vergessen. Ich bin echt gespannt, ob der wirklich noch im Damm liegt, ob ich den damals da liegen gelassen habe. Entschuldige, ich muss Kaffee trinken. Ich bin so müde, aber ich kann nicht schlafen. Und da ich in ein paar Stunden aufstehen muss, dachte ich, komm, das hat jetzt auch keinen Sinn mehr. Gehst du einfach zocken? Ja, Wasser. Wasser ist jetzt so eine Sache. Wir sind jetzt gerade in einem Bereich an Marschgepäckgewicht, das okay ist. Aber unter 1 Liter Wasser, das ist schon etwas, was mir missfällt. Ich glaube, ich koche noch mal so 1 Liter ab. Ja, in meiner recycelten Dose hier. Oh, die steht jetzt da oben. Ja, klar. Katze, ich muss hier arbeiten. Denn, ja, wir werden ja dann morgen früh auch noch ein bisschen was trinken und dann sind wir wahrscheinlich auch schon ruckzuck wieder im humanen Bereich. Die Silke war übrigens ganz meiner Meinung, dass man auch, also dass man Sachen den Berg runterschmeißen können sollte. Ich finde das auch. Ich meine, gerade wenn dann Konservendosen im Schnee landen, da, gut, dann von mir aus sollen sie eine gewisse Chance einbauen, dass die Dinger dann kaputt gehen und so, aber ich glaube, so eine Konservendose hätte auch eine Chance, den Sturz zu überstehen. Ja, dann sollen sie, keine Ahnung, ein Risiko von 50% einbauen, dass das Ding kaputt geht, aber zumindest die Möglichkeit ist, glaube ich, nicht unrealistisch. Finde ich. Aber was weiß ich schon. Die wird nicht weggehen, es tut mir leid. Die ist im Moment so anhänglich. Ich weiß nicht, ich hoffe, die ist nicht krank. Hat ihr Abendessen verschmäht und jetzt ist sie hier in solcher Schmuselaune. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich meine, im Moment macht sie nicht den Eindruck, als ginge es ihr schlecht. Was auch immer sie hat, ihr Leidensdruck ist offenbar gering. So, jetzt essen wir hier mal die angefangene Tomatensuppe. Da wird jetzt nicht mehr viel drin sein. 16 Kalorien noch, okay. Und schwupps hat er erstmal wieder eine von diesen blöden Dosen verwahrt. Ich meine, ja gut, ist okay. Ich verstehe, warum er das tut. Aber man muss da echt drauf achten, dass man nicht hinterher kiloweise von diesen Konservenbüchsen, den Gebrauchten, mit sich rumschleppt und sich hinterher fragt, warum bin ich eigentlich so bepackt? Ich frage mich ja so schon häufig genug, warum bin ich eigentlich so gepackt? Da muss ich nicht noch irgendwelche Konservendosen haben, die das Gleiche verursachen. So, wie spät haben wir denn jetzt? Die Sonne geht gerade auf. Normalerweise warte ich gerne, bis sie etwas höher am Himmel steht, weil das dann nicht so kalt ist. Aber ich will schon recht viel Tag haben. Ja, hätte ich gerne.
Das nehme ich mit. Habe ich das eigentlich? Darf ich das klauen? Ich hoffe, er trinkt jetzt genug, dass unser Rucksack wieder. So ein Drecksack. Entschuldigung. Haben wir das hier alles hingeschmissen? So, offenbar habe ich hier Sachen reingetan. Die sind doch immer noch da. Das ist gut. Ich kann mich da alles nicht. Haben wir im Camp Office auch noch Vorräte? Vielleicht hätte ich mir das aufschreiben sollen. Ja. Aber dann wiederum. Bislang hat mein System, kein System zu haben, ja immer noch ganz gut funktioniert. So. Brauche ich jetzt diesen Speer? So, also ich muss die. Vielleicht war das mit dem Wolf, dass ich die falsche Maustaste gedrückt habe. Aber ihr habt mir auch gesagt, dass das bei den Wölfen nicht so gut funktioniert. Und jetzt echt diese 5 Gramm Übergewicht. Wieso sind es jetzt schon wieder mehr Gramm Übergewicht? Das verstehe ich. Habe ich noch irgendwas aufgehoben? Das war mir jetzt nicht bewusst. Was habe ich denn jetzt noch aufgehoben? Ich bin verwirrt. Ach, mein Schlafsack, ne? Was ist der Schlafsack? Nein. Komm, ist egal. Nicht denken, laufen. Wir gehen ins Marschland und genau, zu den Türmen und holen da Ersatzteile. Weil Jeremiah das selber nicht machen kann, weil er ja verletzt ist und krank und außerdem, glaube ich, ein bisschen verrückt. Ich hoffe, er dreht nicht völlig durch, wenn er da jetzt ein paar Tage in seiner Hütte alleine sitzt. Mal zurück und Jeremiah hat den Verstand verloren. Ist das so eine Übergangshöhle oder ist das eine Höhle-Höhle? Ah, hier sind. Ah, ja, okay. Hier sind wir wahrscheinlich rausgekommen, dann am Ende von Teil 1. Wieso laufe ich eigentlich hier oben lang? Das ist totaler Quatsch. Ich muss gleich eh da runter. Andererseits kann ich so den Bären kommen sehen. Oder auch nicht, weil hier auch nach allen möglichen Seiten offen ist. Ich hoffe, wir haben genug Stoff. Der Bär wird uns. Oder soll ich einfach tatsächlich, wenn er uns erwischt, neu einladen? Ich weiß, das wäre schon ziemlich geschummelt, aber eigentlich ja auch nicht. Ich meine, im Story-Modus ist es ja tatsächlich so, dass man frei speichern und laden darf. Ich bin immer gespannt, wie das funktioniert. Ob er dann in den Speer reinläuft, sich wehtut und dann abhaut. Und dann dumm genug ist, am nächsten Tag wiederzukommen. Ich frage mich ja echt, was es mit diesem Bären auf sich hat. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Leuten nicht gefallen würde. Aber ich mag es ja, wenn Sachen so eine, Verzeihung, so eine mystische Komponente haben. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Und gerade bei einem Spiel wie The Long Dark, da erwartet man das ja dann vielleicht auch nicht unbedingt und dann gefällt es einem auch nicht, aber ich hätte da nichts gegen, muss ich sagen. So ein ich mag Mystik auch immer so ein bisschen lieber als Science Fiction. Kombination von Mystik und Science Fiction finde ich auch gut. Aus irgendeinem Grund mag ich ja Star Wars, ne? Aber Mystik ist immer, find ich gut, aber kann ich mir nicht vorstellen. Dass das tatsächlich irgendwie so ein Zauberbär ist. Dämonenbär, wie auch immer. Aber ich fand es schön, dass Will auch das Wort Dämonenbär wählte. So wie ich. Also irgendwie sind Will und ich doch auf einer Wellenlänge. Einer Willenlänge. Der war schlecht. Der war schlecht. Streich den aus den Annalen der Geschichte. Fühl mal. So. Okay. Also entweder der Bär kriegt jetzt wieder eine Videosequenz beim Gebietswechsel. Oder er wartet einfach an den Türmen auf uns. Er hat bestimmt draußen an der Tür gelauscht, an Jeremias Hütte.
Gut, aber woher will er wissen, zu welchem Turm wir zuerst gehen? Ja, ich weiß jetzt nicht. Der ist jetzt tatsächlich am nächsten. Ich glaube, das wäre jetzt die sinnvollste Reihenfolge. Wieso war der beim letzten Mal, ne? Und hat sich dann verkrümelt, weil er gesehen hat, dass wir den Speer haben. Und wir haben den Speer immer noch. Also davon ausgehend, dass er jetzt nicht zu einem Schmied gelaufen ist und sich eine Rüstung hat machen lassen. Und ich möchte ja mal bemerken, der alte Spence hat das Ding ja nach einem Kampf mit dem Bären kaputt gemacht. Okay, wenn wir die Richtung ungefähr halten, läuft's. Also ich hoffe mal, dass wir nicht nochmal zwischendurch zurück müssen und das Ding nochmal reparieren. Da wäre mir jetzt so gar nicht nach. Ah, da sehen wir ihn schon. Frage ist, wie wir da hinkommen. Na, ob es da tatsächlich einen Weg gibt. Oder ob wir klettern müssen. Könnte es hochgehen? Ich guck mal, ob ich auf diesen Felsen klettern kann und von da aus ein bisschen mehr sehe. Also mehr mit EH, nicht mit Doppel-E. Okay, Will. Ich will dich jetzt nicht kritisieren, aber wenn du da nicht hochkommst, ne? Dann bist du unsportlicher als ich und das ist schlecht. Das sieht nicht so aus, als könnte man da irgendwie hoch. Gut, da sind die Bäume vor. Da will ich jetzt nicht ausschließen, dass da ein kleiner Pfad nach oben führt. Keine Ahnung. Ups. Entschuldigung, das war höher, als ich dachte. Nee, das ist zu steil. Da kann er nicht hochklettern. Nee, nee, nee. Da muss irgendwie ein anderer Weg. Will kann nicht mal so einen leicht erhöhten Schritt machen, um über einen Ast zu klettern. Wie hat er die Fitnessprüfung bestanden, um Pilot zu werden? Sehr unglaubwürdig. Der Seite haben wir Pech. Und ein Seil sehe ich jetzt auch nicht. Und die sind ja eigentlich so schon von recht auffälliger Farbe und heben sich vom Felsen ab. Geht's hier hoch? Nein. Das sah jetzt kurz gar nicht so steil aus, aber ich glaube. Nein. Wer traut sich an uns heran? Weil wir bewaffnet sind. Okay, ich hoffe tatsächlich, dass es auf der anderen Seite irgendwie nach oben geht. Denn hier den direkten Weg gibt es nicht. Wo wir hier gerade so rumstehen.
Übergepäckproblem gelöst. Und Hunger und Durst bekämpft. Habe ich doch auf der anderen Seite einen Pfad nach oben übersehen? Das ist nicht ausgeschlossen. Okay. Ja, bitte? So, ich will ja jetzt nicht rumunken. Oh, eventuell finden wir wenigstens ein Vorratsversteck. Mein Ernst? Jetzt hat so ein Stein wie... Nee, das ist einfach nur ein Baum. Da könnte das Vorratsversteck sein. Was toll ist. Eigentlich nicht, weil wir dann wieder überladen sind. That's what I'm looking for. Wow. Nee. Nee, nee, nee. Von mir aus. Out. Nein. Und schwupps, sind wir wieder überladen. So, also ich weiß noch, in welche Richtung der Turm ist, aber ich fürchte, ich habe doch auf der anderen Seite den Weg nach oben übersehen. Denn hier ist es nicht weniger steil. Da. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Will, du darfst nicht so laut sein. Ja, und vor allen Dingen nicht so schnell so laut. Dann erschrecke ich mich. Wir haben viel zu wenig Schmerzmittel mit, so ungeschickt wie du bist, sehe ich gerade. Gut, ich muss zugeben, hier, das ist jetzt auch wirklich kein schönes Terrain zum Laufen. Aber nicht mehr so schnell so laut sein, sonst denke ich, es wäre dir ein Bär in den Nacken gefallen. Ja, also... Keep it down. Piano. Oder Andante? Was heißt leise? Piano heißt leise und Andante heißt langsam. Naja. Ja, ich werde da später drüber nachdenken. Bin ich in der Hocke oder so? Ah, das erklärt, warum er sich gar nicht bereit erklärt zu rennen und überhaupt so langsam ist. Okay, hier geht es wenigstens mal nach oben. Er hat jetzt nicht den Speer fallen lassen, als er umgeknickt ist. Danke. Questgegenstände bitte nicht random in den Schnee fallen lassen. Das ist besser, wenn nicht. Out in the great wide open. Under the sky. Naja, blue, nicht wirklich. Under the sky so gray. Ich sehe den Turm. Ich sehe aber keinen Bären. Wahrscheinlich sieht er mich. Durch seine Dämonenbärenaugen. Speicher Vorgang. Sehr vertrauenerweckend. Ich sehe einen Rucksack. Noch nee. Ach, scheiße. Entschuldigung. Und schon wieder die falsche Waffe gewählt. Warum so viele Wölfe? Und warum sind meine Wollohrwärmer kaputt? Die hätte ich doch gerade erst repariert.
Bluten wir jetzt gerade irgendwie? Die machen mich jetzt etwas nervös hier. Nein, alles in Ordnung. Ist der jetzt ängstlich oder sauer? Ich weiß es nicht. Oder beides. Okay. Das war jetzt eigentlich nicht ganz uncool. Weil ich ja jetzt fest mit dem Bären gerechnet habe. Ah, guck mal, wie praktisch. Neue Wollohrwärmer. Also das war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Muss ich das da abmontieren? Ah, okay. Okay, das ist jetzt echt blöd. Wir sind jetzt verletzt. Und, naja. Wenn uns der Bär jetzt erwischt, ist echt schlecht. Okay, erstmal unsere wiedergefundenen Ohrenwärmer. Wie geht's unserer Kleidung ansonsten so? Okay, die Ohrenwärmer hat es direkt zerfetzt. Oh, oh. Okay. Alles andere scheint in Ordnung. Nein, die Mütze hat es noch erwischt. Das ist ein bisschen blöd hier auf dem Berg stehend, aber ich will nicht, dass noch mehr unserer Sachen zerstört werden. Die Wölfe erzählen schon weiter, dass wir hier sind. Was liegt da noch? Wenn es jetzt schon später wäre, würde ich sagen, wir übernachten hier. Aber so werden wir wahrscheinlich wach, wenn es gerade hell wird. So. Blöde Idee, da runterzuspringen. Aber wir können uns mal hier auf der Lichtung umsehen, ob wir vielleicht irgendwie eine Höhle oder so finden. Denn wir schaffen es auf gar keinen Fall noch, einen weiteren Turm zu inspizieren. Aber ich fände es jetzt auch blöd, zum Mystery Lake zurückzugehen. Waren hier zwei Wölfe oder drei? Ich bin mir nicht sicher. Einen habe ich mit dem Gewehr verjagt, der andere hat mich angegriffen. Der, den ich angegriffen habe, der liegt da jetzt, glaube ich, ziemlich tot. Okay, sie waren doch zu dritt. Komm schon! Nee. Sekunde. Nope. Ich mach ja viel mit, aber... Hope I can still eat this. Das dann doch nicht. Das wird dann auch irgendwann langweilig. Ach, komm schon, ist mitten in die Seite. Mitten in die Seite, okay, das ist irgendwie... Okay, also das nochmal. Aktionen, zerlegen. Dann gehen wir doch da runter. Da können wir uns nicht mehr wehtun, als wenn so ein Wolf uns in die Seite beißt. Ja. Hervorragend. Aber ich glaube, Handschuhe finden wir eher mal wieder. So, wie war das? In die Hocke gehen und konzentrieren. Na, ich glaube, das sollten wir schaffen. Sollen wir einmal gucken? Das wäre dann jetzt unser Ziel, in der Hoffnung, dass wir da noch immer übernachten können, so wie im Sandbox-Modus und im
Alten. Obwohl ich weiß gar nicht, ob wir im alten Story-Modus jemals da waren. Weiß ich echt nicht mehr. Ja, war wohl die bessere Entscheidung. Oh, komm schon, das geht doch relativ gerade hier. So, und jetzt müssen wir gucken mit dem Eis. Okay, das ging. Das dürfte auch kein Problem sein. Ich habe gesagt, der Speer, also ihr habt gesagt, der Speer hilft nicht gegen die Wölfe. Ich hätte den natürlich gerne mal gegen ein etwas harmloseres Tier ausprobiert, bevor ich gegen den Bären antrete. Aber offenbar ist das ja nicht drin. So, da ist ein Aussichtsturm. Nicht ein Aussichtsturm, wie heißt das? Jäger, Hochsitz, Hochsitz, Hochsitz. Das wird, oh, da kommen wir aber gar nicht mal so einfach hin. Das dürfte dünnes Eis sein. Das vermeiden wir mal. Das wäre so cool, wenn man den Bären auf dünnes Eis locken könnte und dann bricht er ein. Das wäre mein absolutes Lieblingsende für diese Mission. Bär bricht im Eis ein. Fände ich super. Komme ich irgendwie auf diesen Baumstamm, damit ich da drüber gehen kann? Ja, okay. Das finde ich gut. Denn ich möchte jetzt nur ungern in Eiswasser baden. Aber runter komme ich hier nicht mehr. Schade. Okay. Immer schön nach rechts und links gucken, bevor du übers Eis gehst. Gucken, dass auch kein Wolf kommt. Aber das wäre doch wirklich cool. Du setzt dich da auf den Hochsitz, ziehst dem Bären eine lange Nase und wenn er dich holen kommt, bricht er im Eis ein. Kann ich jetzt hier drüber? Ja, gut. Das dürfte wohl auch gehen. Gut. So, Dele. Da haben wir schon mal eine Leiche entdeckt. Das obere Jägerversteck. Okay. This stuff will come in handy. Ja, wahrscheinlich. Okay, jetzt haben wir jede Menge schweren Kram gefunden. Und hier ist noch. Hä? Nein, nein, du sollst die Handschuhe aufheben. I need to drop something. Ja, das ist jetzt gerade schlecht. Ach, den Pulli wollte ich jetzt gar nicht mitnehmen. Aber. Ich würde gerne erst mein Lager für die Nacht finden, bevor ich anfange, Gegenstände zu zerreißen. Das heißt, wir müssten mit diesen 3 Kilo Übergewicht auskommen. Übergepäck, ich sag mal Übergewicht. Wir müssen das irgendwie aushalten. So, das Stück ist so mittellang. Ah, okay. Keine dünnes Eiswarnung. Schön. Das wird alles zu gefährlich sein zu überqueren.
Ich hoffe, ich muss jetzt da nicht auf den Baumstamm klettern, sondern kann einfach hier drüber. Ja, okay. Gut. Okay, hier sieht jetzt gerade schlecht aus. Ich glaube nicht, dass wir da drüber kommen. Das Eis sieht zu blau aus. Okay, da war ich jetzt deutlich zu pessimistisch. Mein Fehler. Entschuldige, dass ich gerade so schweigsam bin, aber irgendwie ein Geräusch könnte sich nicht zuordnen. Konnte klang jetzt auch nicht nach Bär oder so. Komisch. Und manche Geräusche, die hier so in der echten Welt stattfinden, die hört ihr dann vielleicht sogar besser als ich. Weil das Mikro ja hier relativ offen steht. Ich aber die Dinger um Kopf habe, beziehungsweise auf den Ohren. Ob wir hier rüberkommen? Okay. Gut, das sieht ja schon mal gut aus. Das sind, glaube ich, diese Arbeiterbaracken vom Spenshof. Leider nicht bewohnbar. Ich wäre jetzt schon sehr dankbar für einen einfachen Keller an irgendeiner Hütte. Würde mir völlig reichen. Für eine Übernachtung. Aber hier sieht tatsächlich nichts nach Innenbereich aus. Was ist das? Ah, gut, frisches Leder. This could be really useful. Ich weiß nicht. Bereits getrocknetes Leder könnten wir jetzt tatsächlich gebrauchen, weil wahrscheinlich unsere Schuhe auch ein bisschen kaputt gegangen sind. Aber Leder, wo ich jetzt erst noch einen Innenbereich finden muss, um es zu trocknen, nützt mir jetzt gerade nichts. Vor allem, wenn das dann noch 5 Tage dauert. So. Der pummelt da hinten irgendwo rum, ist mir ja egal. Ich hoffe, neben der Brücke ist das Eis stabil genug. Okay, Speicher vor. Ich dachte schon, er hat sich wieder den Knöchel verstaucht. Und wieso eigentlich Speichervorgang? Was jetzt schon wieder? Und da ist ein Hirsch. Den werde ich jetzt mal nicht mit einem Speer jagen. So, aber da wir jetzt in der Nähe sind, fange ich schon mal langsam an, alles an Holz einzusammeln. Will hat es einmal kurz angepiekst. Nur für alle Fälle. Okay, hier ist kein Holz. Schade. Hier ist Holz. Hier ist Kohle. Nässet Stoff finde ich gut. Unsere Sachen sind etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, weil jemand nicht schnell genug war, den Wolf zu erschießen. Will, typisch. Das Ding ist schwer. Okay, das sieht doch deutlich nach dem Story-Modus-Ding aus. So, wie geht's denn unseren Mützen so?
98, 76. Okay. Hä? Ich dachte, die Mütze wäre kaputt. Hatte ich die doch repariert? Ich dachte, das hätte nicht geklappt, die zu reparieren. Ich möchte mal bitte einmal meine Sachen ansehen. So. Waren Wolfhäuslinge? Da kann ich jetzt nur sehr schwer vergleichen, weil die ja so gut wie kaputt sind. Ich habe jetzt keine Ahnung, welches von beiden ich reparieren sollte. Da die jetzt. Ist jetzt auch schlecht hochrechnen mit diesem 000. Ich nehme dann jetzt wohl die, auch weil ich dann nicht so viel brauche, um sie zu reparieren. Ihr habt aber gerade ein neues Nähset gefunden, ne? Okay, was ist denn das jetzt hier für ein schicker Mantel, den du gefunden hast? Okay, der ist wirklich viel, viel besser als hier Mackenzie's Parker. Aber auch nochmal deutlich schwerer, aber das ist definitiv gerechtfertigt. Also eigentlich müssen wir Mackenzie's Parker ersetzen. Wobei ich nicht weiß, ob der genauso gut wäre wie der einfache Parker, wahrscheinlich, wenn er im gleichen Zustand wäre. Ist jetzt die Frage, akzeptieren wir den schlechteren Zustand? Ja, komm. Aus Nostalgiezwecken. So. Was an Kleidung haben wir jetzt gerade nicht an? Das haben wir an, sollten wir aber nicht anhaben. So. Unseren Socken geht's ganz gut. So, es ist jetzt im Moment nichts dabei, was wirklich kurz vorm Zerfallen ist. So. Nein. Nicht reparieren. Die erkläre ich jetzt für kaputt. So. Den zerlegen wir auch. Das ist blöd, dass jetzt dunkel wird. Dann jetzt quasi im Hellen dabei zu zerlegen. Und im Dunkeln können wir nicht mehr reparieren. So. Die kann ich leider im Moment nicht reparieren. Weil ich kein Leder habe. Man kann nicht alles haben. Okay. Und der dauert auch lange zu reparieren. Ne? Dann machen wir das hier noch kaputt. Und dann müssen wir uns auch irgendwie mal ums Feuer kümmern. Sonst wird's kalt. Zerlegen einfach alles, dann ist es auch nicht mehr so schwer. Komm, weg mit Schaden. Es hilft ja nichts. Gut. Wie lange dauert das? Ach, 40 Minuten. Das ist zu rechtfertigen. So, ja, jetzt ist der auch wieder so gut wie der andere Parker. Und wir mussten ihn nur einmal reparieren, hätten wir mit dem anderen auch machen müssen. Den Rest lassen wir jetzt erstmal. Und ja, würdest du da runtergehen? Dankeschön. So, da liegt auch noch ganz viel Kohle. Gut. Komm, nimm die mal. Ich will jetzt nicht nochmal aus dem Haus raus. Guck mal, da sind wieder diese Handschuhe. Gut, wir müssen jetzt nicht alles an Holz dann im Gepäck behalten. Das können wir gleich kaputt machen und mit dem Rest unsere Stiefel reparieren. So. Dahinter habe ich irgendwas gesehen. Ich erinnere mich, man musste hier irgendwie im Spence. Hallo? Ah, ist nicht unheimlich hier. Nein, jetzt hör auf mit dem Speer rumzumachen. Hat das 10 oder 11, ne? Ja, also relativ früh. Elf.
11:37 oder so. That would drink almost anything about now. Ich muss mich konzentrieren. Okay, das war 8:32, okay. What have we here? Noch mehr Patronen. Ich glaube, ich habe so eine Idee. Wir lassen mal diese Handschuhe hier. Ich glaube, wir haben bessere. Obwohl, ich sollte das mal vergleichen. Manchmal wundert man sich. Okay, 10-mal so schwer, aber auch wirklich deutlich besser. Muss man zugestehen. Oh mein Gott. Ich glaube, das lassen wir jetzt aber mal da liegen, oder? I'll be hungry later. Also im Schnee, ich glaube nicht, dass es irgendwo kühler gehalten werden kann. Das legen wir gleich alles neben den Ofen da. This gear is starting to slow me down. Das stimmt, das merke ich. So, wir brauchen ja nicht viel Holz. So, Feuer machen. Zedernholz müsste im Moment unsere beste Chance sein. Apropos. Weil wir wohl nicht unter Druck gesetzt haben, hat das geklappt. So, dann würde ich sagen, dieses ganze Holz kommt hier mal auf den Boden. Denn wir werden ja wahrscheinlich die nächste Nacht dann auch noch hier verbringen. Und wir gucken gleich mal 3 Stunden. Wir zerlegen mal die Stiefel. Das dauert 1,5 Stunden. Das heißt, das Feuer dürfte dann noch brennen. Oh, shit. Ich sollte ganz schnell was essen und trinken. Ganz schnell. Wir haben auch sehr viel gammeligen Kram, der gegessen werden sollte. Den essen wir jetzt einfach nach Condition aufwärts. Ja, gut, den Tee vielleicht nicht. Den Tee essen wir nicht. Keine gute Idee. Okay, das ist jetzt natürlich alles nichts gegen. Du hast die Pfirsiche vielleicht. Mouth so dry. Ja, jetzt kriegst du ja Pfirsiche. Siehste, kein Grund rumzumoppern. Gut, jetzt wird er gleich wieder Durst kriegen. Wir jetzt erstmal das hier essen. So. Und jetzt kannst du ein bisschen Wasser trinken. Oder auch ein bisschen mehr. So, und jetzt Brennstoff hinzufügen. Jetzt dürften wir die Erlaubnis haben, Kohle hinzuzufügen. 10 reicht ja vielleicht erstmal. Denn da ist der Kochplatz. Okay, wir können gleich mal wieder ein paar recycelte Dosen wegtun. Wasser bitte. Das kann weg, das kann weg. Wir lassen den schlechteren Dosenöffner zurück. Wir lassen 2 von diesen Dosen zurück. Reinigen einmal das Gewehr. Und gleich, dann gehen wir aber wirklich ins Bett. So.
mit. Warte mal. 10 Stunden hätte ich schon gerne. Aber noch ein Stück Kohle müssen wir dafür jetzt nicht unbedingt verwenden. Okay. Fast 10 Stunden. Schön. Ich gehe da jetzt nicht raus, da werde ich nur angefallen. Okay, hier ist auch noch ein bisschen Altholz. Ich glaube, wir werden genug Holz haben, um hier eine weitere Nacht zu bleiben. Ja. Wir sind sehr bepackt. Ist jetzt hier hell genug, um doch die Schuhe zu reparieren? Scheinbar. Ich hätte jetzt gesagt, so viel Licht spendet die nicht. Aber scheinbar genug. Okay, wie viel Feuerzeit haben wir jetzt? Kann ich das von hier oben sehen? Ich schlafe mal erstmal nur 8 Stunden. Sicher ist sicher. Was sind das für Geräusche da draußen? Meine Güte. Ich muss noch mal was trinken. Reparieren hat ihn wieder durstig gemacht. Oh mein Gott, ich hoffe, es geht jetzt nichts total schief hier. Zum Beispiel, dass ein furchtbarer Sturm aufkommt oder so. Okay. Ist doch nicht so wild. Gut, ich lasse jetzt alles, was hier an Essen ist, auch hier. Denn es ist ja nicht so, dass wir hier nicht nochmal vorbeikommen würden. Also ich könnte vielleicht mal nach der Condition gucken. 84. Okay, das esse ich hier draußen eh nicht. Die esse ich dann jetzt hier mal zum Frühstück. Ein bisschen Trinkwasser sparen. So, und dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, was wir noch hier zurücklassen können. Nee, alles bitte. Gewehr auf gar keinen Fall. Das habe ich befürchtet. Dann kommt nämlich schon diese super schwere Jacke. Und wir haben so viele Patronen. Okay. Nee, Taschenlampe meinte ich nicht. Lad mal das Gewehr nach. Und dann lassen wir mal ein paar Patronen hier vielleicht. Ich will kein Spielverderber sein. Wirklich nicht, aber... Heieiei. So. Okay, die Kohle muss auch nicht unbedingt mit. Das interessiert eh keinen. Ernsthaft, das juckt die Wölfe nicht die Bohne, wenn du mit diesen Dingern rumwedelst. Meiner Erfahrung nach ist denen das völlig wurscht. Da ist noch so ein Erste-Hilfe-Dings. So, dann bleibt das noch hier. Dann ist ja schon fast wieder human. Gut, da ist der nächste Signalturm. Gar nichts schief gehen. Ich glaube, wir speichern mal. Weil wir es können. Frage ist, laufe ich jetzt mit gezücktem Speer oder mit gezücktem Gewehr rum? Ist das schon der andere Aussichtsturm? Ist der umgekippt? Okay. Wie ist denn das passiert? Ist da jemand mit dem Flugzeug gegen geflogen? Haha. Ja, ich weiß nicht.
Das muss ein anderer Bruchpilot gewesen sein. Will und ich haben da nichts mit zu tun. Nope, nope, nope. Ich hasse diese Wölfe. Vielleicht soll ich es mit der Signalpistole versuchen. Ist die nachgeladen? Okay, ich habe jetzt mehrfach R gedrückt. Wenn die jetzt nicht reloaded ist, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich kriegt man es jetzt irgendwie an jedem Standort mit irgendwas anderem Gruseligem zu tun. Und am dritten Standort wartet dann der Bär. Ich hoffe, jetzt ist es wenigstens ein Elch und nicht wieder drei Wölfe. Glaubt nicht, dass ich euch traue. Das ist eine Höhle. Kommt da gleich der Bär raus? Okay, der ist hier irgendwo. Holy shit. Okay, this time I'm ready for you. Nicht Come on, so you big bastard. Hey! Ich hatte den Speer gezückt. Der Will hat ganz schön mädchenhafte Schreie drauf. Ich glaube, das versuchen wir nochmal. Wenn der Bär mit uns fertig ist. Holy shit. Okay, this time I'm ready for you. Come on, you big bastard. Okay. Ach so. Okay. Genau, und erzähl's all deinen Freunden. Puh. Weiter geht er jetzt nicht weg? Ernsthaft? Was? Du meine Güte. Entschuldige, Katze, ich brauche hier ein bisschen Spielraum. Ich brauche nur diese Transponderteile. Und die ich von hier aus nicht drankomme, großartig. Du wirst nicht weggehen, hm? Wie sind die denn hier? Okay, Will. Ist er jetzt erstmal abgehauen? Das wäre schön. I can still feel my face. Okay. Which means I'm not dead. Onward. Es ist jetzt nicht so, dass du weißt, ob du dein Gesicht fühlen könntest, wenn du tot wärst. Ist das da hinten jetzt die Bärenhöhle? Dann wäre es echt dumm, da reinzulaufen, ne? Ja, machen wir mal. So, also, ich hatte ja versucht, eine Balance zu finden zwischen nicht zu früh und nicht zu spät das Ding zücken, aber eher zu früh.
eher zu früh zücken als zu spät. Also er hat jetzt relativ lange ausgehalten. Und das, obwohl er ja so einen Malus darauf hat. Okay, die Hütte, sag ich schon, die Höhle ist jetzt nicht so hilfreich. Too heavy. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt aber trotzdem mit. Ha. Gut, dann übernachten wir besser nochmal in der Hütte von der Familie Spence. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hin und ein bisschen Kohle ablegen. Und vielleicht gehen wir tatsächlich, ruhen wir uns jetzt den restlichen Tag aus, denn wir sind schon wieder verletzt und ich habe das Gefühl, wir brauchen unsere Kräfte gegen den Bären. Und ich werde jetzt immer einladen, wenn der Bär mich erwischt, denn ich mag meine Klamotten. Im Ernst. So, Haus der Familie Spence. In die Richtung. Dann geht's uns gut. Lauf, Willy, lauf. Ah, ich meine, es ist noch relativ viel Tag übrig. Aber der ist auch weit weg. Also, da sollten wir wirklich fit sein. Weil ich da jetzt auch nicht weiß. Ich weiß echt nicht mehr, ob es hier irgendwo eine Höhle gab oder so. Oder ob es hier im Marschland tatsächlich keine Innenräume gab. Also auch nicht im Sinne von Höhle im Inneren des Berges. Ja, fürchtet mich und den Speer. Wie geht's eigentlich dem Speer? Hat der auch eine Condition? Wenn ja, ist sie jetzt bestimmt ganz schön mitgenommen. 3 Kämpfe gegen den Bären. Aber eigentlich cool. Also, ne, wie das dann aufgemacht ist. Ich find's ja schön, dass unser Feuerchen noch brennt. Aber ich habe jetzt definitiv nicht genug Kram, um es brennen zu lassen, bis die Nacht einbricht. So, ich lasse ein bisschen Nähzeug hier. Ich muss da nur unbedingt dran denken, dass wir dann vom Signalturm aus nochmal hierher müssen. Je nachdem, wie aggro der Bär dann drauf ist, ist das vielleicht gar nicht mal so gut. Aber ich kann nicht so viel Kram mit mir rumschleppen. Gut, den Stoff können wir jetzt vielleicht mal einmal wegreparieren. Ich bin mal paranoid und gehe nach da oben. Genau. Will sorgt dafür, dass wir den Stoff auf jeden Fall loswerden, indem er das einfachste Reparieren vermasselt. So. Wir haben viele tolle Sachen. Das nehme ich nicht mit. Ja, das Lampenöl. Bislang haben wir nicht viel Lampenöl gebraucht, aber... Naja, kann alles noch kommen. Das will ich nicht hier lassen. Davon habe ich schon viel mehr zurückgelassen, als mir wohl bei ist. Von den Nähsets können wir noch ein paar zurücklassen. Ah, das hier haben wir noch gar nicht durchsucht. Ne? Nee. Just what I need. Das ist just what you not need. Wir sind total überladen und er glaubt, ein schwerer Hammer wäre genau das, was er braucht. Okay, das Holz kommt hier zu dem anderen Holz. I'm gonna have to leave something behind. Ja, mache ich doch gerade. Mensch. Und... Oh.
Dann haben wir eine glatte Zahl noch dabei. Ja, gut, jetzt sind wir schon wieder unter unserem Maximum. Warum auch immer. Aber okay, dem geschenkten Gaul werde ich jetzt nicht ins Maul schauen. Bin ja nicht verrückt. Gut. Das kommt weg. Ich weiß, ich schmeiß diese Dinger einfach irgendwo in die Weltgeschichte. Will ist eine ziemliche Umweltsau, was das angeht. So. Die Hose ist unter 80%. Dessen nehmen wir uns mal an. Die Ohrenwärme. Achso, okay, wir haben schon wieder allen Stoff aufgebraucht. Hat man nicht zwei Stücke? Braucht man zwei Stück, um so eine Hose zu reparieren? Vielleicht. Keine Ahnung. Ja, gut, wir haben sehr viel zu essen. Aber der Vorteil von Überladung durch Essen ist immer noch, dass man es irgendwann los wird. Zum Beispiel diesen gammeligen Schokoriegel werde ich jetzt essen. Tada! Was ein Trick. Gut. Gibt es irgendetwas, was ich tun muss im Moment? Kann ich das Ding irgendwie... Nee, das kann man nicht reparieren in dem Sinne, ne? Ich habe keinen Schleifstein, sonst könnte ich die Axt schärfen. Ich habe kein Messer, das ich schärfen könnte, aber habe hier auch keinen Schleifstein. Dementsprechend ist das Wurst. Wie viel wiegt so eine Tasse Kaffee? Ah, 100 Gramm. Nee, davon sollte ich nicht so viel. Auch wenn die sehr gut ist gegen Müdigkeit. Ich koche mal ein bisschen Wasser und Kaffee dann, aber... Ach nee, jetzt ist das Feuer schon aus. Nee, dafür mache ich es nicht wieder an. Gut, dann verbringen wir jetzt den Tag hier halt wartend. Einen Tag warten. Gibt ein Buch, das so heißt. Ja, oder eine Kurzgeschichte. Einen Tag warten. So. Einen Tag warten, da spielen wir Karten. Schön. Guck mal, Condition. Ist mir schon mal aufgefallen, dass Condition auch beim Warten wieder gut wird. Yay. Und ich könnte auch schlafen, glaube ich. Im Story-Modus gibt das ja nicht mit dem Dings. Okay, ist gut. Hallo, warum kann ich warten nicht abbrechen? Schluss jetzt. Snappy. Nur nicht unseren Sattbonus verlieren. Das wäre jetzt ziemlich gage. Um es vorsichtig auszudrücken. Den brauchen wir dringend. So, wir brauchen einmal Zedernholz. Warum ploppt da jetzt immer das Beil? Ach, das verstehe ich nicht. Versteht das jemand? Ich verstehe es nicht. Könntest du bitte damit aufhören? Du sollst die Schmiede aufmachen. Ach so, okay, ja, den Ofen erstmal. Okay, mein Fehler, Entschuldigung. Ja, Feuer machen. Du schaffst das wohl, ich glaube an dich. Ich will nicht nochmal auf den Bären treffen. Ich glaube, der mag mich nicht. Come on. Das ist sehr unangenehm, auf jemanden zu treffen, bei dem man das Gefühl hat, der mag einen nicht. I did it. Ja, du bist der Größte. So, erstmal etwas Tannenholz hinein. Warum ist da jetzt immer die Axt? Ich verstehe das nicht. So, recycelte Dose. Kann ich nur eine recycelte Dose da aufstellen? Okay. Bitte.
Das nervt jetzt schon ein bisschen, ne, dass die Axt da jetzt immer im Bilde ist. Warum? Keine Ahnung. It's dusk, so night can't fall behind. Ich beende mal eben das Spiel und komme wieder rein. In der Hoffnung, dass das dann weg ist. Sekunde. Okay. Ja, das solltest du jetzt auch nicht mitnehmen. Ich wollte nur testen, aber scheinbar ist alles wieder gut. Ja. Genau. Etwas trinken muss er nochmal. Wir sind jetzt wieder jenseits der 35, aber das liegt daran, dass ich jetzt nochmal relativ viel Wasser abgekocht hatte. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob wir das Feuer brennen lassen müssten. Der Bettwärmebonus ist 5. Aber da ich nur sehr ungern dann jetzt erfrieren würde... I'm not sure I can carry much more. Wir verbrennen es ja jetzt. Mensch. Sieben Stunden reicht, glaube ich, nicht ganz. Jetzt haben wir 9 Stunden Feuer. Und das war ja auch beim letzten Mal sehr pessimistisch offenbar gerechnet. Ich werde aber trotzdem noch mal was essen, denn ich will auf gar keinen Fall unseren Sattbonus verlieren. Nö. Was habe ich jetzt gesagt? 8 Stunden, ne? Ja, gehen wir auch nochmal sicher. Jetzt dachte ich, ich hätte eine Stimme gehört. Vielleicht wird wohl langsam verrückt. Ich habe gehört, man darf verrückt nicht mehr sagen, weil das ableistisch ist. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Und manchmal frage ich mich dann, ob ich zu unsensibel bin oder ob manche Leute einfach vielleicht ein bisschen zu sensibel sind. Ich meine, selbst für jemanden, der wirklich eine psychische Erkrankung hat, ja, also da würde man ja gar nicht mehr verrückt sagen, also, sondern eben psychisch krank. Also, nee, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Verderben wir uns nicht die Laune mit Social Justice Gerede, sondern gehen wir auf Bärenjagd. Obwohl eigentlich möchte ich nur auf Transponderjagd gehen. Zum Nordturm müssen wir noch. So, Nordturm. Wo ist mein Pfeil? So, im Moment steuern wir, glaube ich, wenn ich den Pfeil richtig deute, ganz genau drauf zu. So einfach wird es natürlich nicht werden. Das wissen wir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da irgendwie einen Wolf gehört habe. Ich will es jetzt auch gerade nicht wissen. Wenn da einer war, bringe ich jetzt einfach mal zügig ein bisschen Abstand zwischen ihn und mich. So, da hier schon mal eine Brücke ist. Keine Schätze im Boot. Krieg dich mal ein. Jetzt ist es auf einmal bis auf diese schreienden Vögel sehr ruhig. Ich frage mich jetzt gerade, ob wenn wir zuerst zu einem der anderen Türme gegangen wären, ob dann da auch
ob der Bär immer erst am zweiten Turm auftaucht oder ob er tatsächlich einfach am Südwestturm ist das, ne? Ja. Nee, ohne Seil. Ich mag keine Wölfe. So. Der Wolf wird wohl leider nicht ins Eis einbrechen. Wer hat ihn denn umgebracht? Reicht das? Ich glaube nicht. Habe ich hier in der Gegend gegen einen Wolf gekämpft? Da sehe ich schon den Signalturm. Wir sind so gut wie da. Nein. Ich drücke die ganze Zeit auf den falschen Knopf. Ich drücke auf den Lichtknopf statt auf den Waffenknopf. Ich hoffe, der bleibt da hinten, der Joker. Das wäre mir sehr recht. Okay. Paranoia ist nichts Schönes. Und manchmal weiß ich nicht, höre ich meine eigenen Schritte durch den Schnee stapfen oder ist da schon wieder ein Bär hinter mir? Paranoid macht dieses Spiel auf jeden Fall. Oh ja, Sturm. Yay. Damit ich gar nichts mehr richtig zuordnen kann an Geräuschen. Danke. Gut, also zumindest haben wir unser Ziel immer halbwegs vor Augen. Ich versuche jetzt mal gar keine Risiken einzugehen. Und da, wo wir tatsächlich Plattformen finden, benutze ich sie auch. Das sollte hier eigentlich kein dünnes Eis sein. Ist das jetzt das Spence-Haus? Was? Bin ich so wacky gelaufen? Hatte ich gar nicht den... Was ist das da hinten? Das ist doch nicht das Spence-Haus, oder? Egal. Ich weiß nur, dass das Wetter echt bescheiden wird. Na, ist schon der nächste Wolf, der auf uns lauert. Na, ich glaube, darüber gehen ist eine ganz gute Idee. Hoffe ich. Okay, es ist Vormittag und es wird echt düster hier. Ja. Und da ist auch schon wieder ein Wolf. Die sind hier tatsächlich überall. Ja. Weil der Bär sie gegen uns aufgehetzt hat. Sonst fänden sie uns bestimmt total super. Aber ich glaube schon, dass der alte Bär hier so der Rädelsführer ist. Wen er uncool findet, der ist unten durch. So ist das, wenn man nicht zu den coolen Kids gehört. So, jetzt weiß ich gar nicht, welcher Weg besser ist. Hier sollte das Eis auf jeden Fall nicht zu dünn sein. Passt schon. Ist das Absicht, dass das immer dunkler wird? Kommt gleich der Bär aus dem Nebel? Das ist Absicht, oder? Lass mich raten, ich habe genau den falschen Weg genommen.
geht doch hier lang, ja? Okay. Lasst mich nur hier wieder runter, ohne dass ich mir den Fuß breche, bitte. Speer oder Gewehr? Ich spreche mal kurz. Ah ja, okay. Moment, wo ist denn jetzt der Turm? Okay, jetzt ich sehe den Turm gerade nicht mehr. Das ist irgendwie seltsam. Den hatte ich gerade die ganze Zeit im Blick. Jetzt ist er gerade hinter den Bäumen. Ah, da ist er wieder. Okay. War kurz schneeblind. Was man mir hier nicht verdenken kann. Das Gejaule klingt jetzt wieder eher nach Wolf. Aber ich sag mal, ich kann schneller von Speer auf Gewehr schalten als umgekehrt. Müsste, ne? Wenn ich jetzt auf 2 drücke, habe ich das Gewehr wieder. Aber ich muss zweimal von Gewehr auf die 2 drücken, damit ich den Speer wieder habe. Also, so ist, glaube ich, besser. Wo komme ich hier überhaupt hoch? Sieht ganz schön steil aus. Huch, nicht rückwärts laufen. Er sieht wirklich sehr steil aus. Hm. Nein, ich behaupte, das ist nicht der richtige Weg. Frage ist, muss ich eher da lang? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das echt nicht mehr, wie wir da hochgestiefelt sind. Oder war das, mussten wir da sogar durch eine Höhle durch? Aber ich meine mich zu erinnern, dass es hier gar keine Höhlen. Oder gab es doch diese. War das die neben dem Wasserfall? Und wenn ja, führte die zum Aussichtsturm oder zum Signalturm? Ach, das ist so lange her. Im Sandbox-Modus ist das Marschland jetzt nicht gerade mein Lieblingsziel, ne? Komm, also hier müssten wir doch irgendwie hochkommen. Ach, will. Wir kommen jetzt hier nicht durch. Im Ernst? Nicht? Okay, nicht. Okay. Machen wir doch unser Leben schwerer, als es ohnehin schon ist. Hier im Schnee. Nach der Apokalypse. Paranoid, ich speichere ohne Grund alle 2 Schritte ab. Jeden Pups, den ich lasse. Will, ich lasse natürlich keinen Pups, weil ich eine Lady bin. Will, jetzt im Ernst, hier musst du langlaufen können. Da ist er wieder. Okay, okay. Der steht jetzt schon so ein bisschen im Weg, ne? Shit. Ähm.
Ich muss jetzt schleunigst hier mal. So, jeden anderen Scheiß kann ich theoretisch später noch behandeln. Blutverlust kann gefährlich werden. Mir fällt auch gerade so ein, dass ich überhaupt gar keinen Stoff mehr habe, um mir neue Verbände zu machen. Scheiße. Das war jetzt ein bisschen blöd von wegen um die Kurve kommen. So, wir müssen jetzt leider noch mal hier anfangen. So. Sobald er losläuft. Also, solange Will noch genug Stamina hat, in dem Moment, wo der Bär ankommt, hat er auch genug Stamina für den darauf folgenden Kampf. Lass ich gerade. Ich hatte gerade schon mal einen versucht, den werde ich rausschneiden, das war albern. Ich bin nämlich nicht sehr weit gekommen, denn direkt beim ersten Kampf hat Will sich das Handgelenk verstaucht, was dann dazu geführt hat, dass er die Waffe nicht mehr halten konnte, ich Schmerzmittel nehmen musste und dann nicht mehr rechtzeitig in der Lage war, die Waffe in die Hand zu nehmen. Denn mit verstauchter Hand hält Will keine Waffe. Okay, Leidenplatzwunde. Muss ich da jetzt irgendwas tun? So, wir beide wissen, dass du immer noch da bist. Ich hoffe, nach dem dritten Mal verboostet er sich einfach. Der macht meine Kleidung kaputt. Da stehe ich nicht drauf. So, jetzt. That bear has an uncanny sense of timing. Das kann man sagen. Ein sehr unheimliches Gefühl für Timing. Da möchte ich dir zustimmen, Willy Boy. Okay. Wir haben, was wir brauchen. Hier steht ein bisschen Plunder. This stuff will come in handy. Ja gut, doch, wir sollten es mitnehmen. Denn obwohl wir jetzt es eigentlich immer geschafft haben, den Bären rechtzeitig abzuwehren, ist ja unsere Kleidung kaputt gegangen. Hope I can still eat this. Bestimmt. Und wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal zum Heim der Familie Spence zurück. Da habe ich sehr viele Sachen zurückgelassen. Das ist gut. Nein. Nein. Wie viel bepackt sind wir denn? Wie viel wiegt das Holzstück? Ein Kilo, ne? Nee, gut, dann nehmen wir es doch mit. Ich glaube, wir haben kein Zedernholz mehr in der Hütte. Dann gehen wir jetzt noch zurück zum Haus der Familie Spence und dann mache ich auf Feierabend. Wie sehr sterben wir, wenn wir hier runterklettern? Nicht so sehr. Passt schon. Und ich weiß nicht mal, ob das so viel kürzer ist. Wahrscheinlich nicht. Jetzt, wo es noch so früh am Tag ist, ne, ist man fast versucht zu sagen, okay, wir gehen doch zurück zu Jeremiah, aber wir haben jetzt echt viele Sachen. Nähzeug würde ich ja noch sagen, okay, lassen wir Nähzeug sein. Huch. Okay, wir sind hier offenbar auf dem Hinweg lang gekommen. Ui, bergab muss ich nicht mal rennen, damit der Bull schnell unterwegs ist. So. In die Richtung. So,
So, ich hoffe, der Bär ist jetzt erstmal weg. Keine Taschenlampe, Knarre, Gewehr, wie auch immer. Ja, denn dieses eine Mal, das war dann, der Bär hatte mir im Kampf das Handgelenk, also Will hatte sich das Handgelenk verstaucht. Soweit so Mist. Dann sagte er mir, ich kann keine Waffe halten ohne mit verstauchtem Handgelenk. Dann musste ich Schmerztabletten nehmen. Dann habe ich auf Waffe geschaltet. Dann musste ich aber erstmal komplett durchs Waffenmenü durchschalten, weil der Speer ja das letzte im Waffenmenü ist. Und bis dahin war der Bär halt leider da und hat Will gefressen. Und das fand ich dann ein bisschen unfair und habe nochmal neu eingeladen. Und ich schäme mich überhaupt nicht dafür. So. Jetzt ist natürlich schlecht, weil wir jetzt nicht besonders weit sehen können, um ein bisschen vorauszuplanen, wie wir uns über das vereiste Gebiet hier bewegen. Ich steuere auch nicht mehr auf die alte Heimat der Familie Svens zu. Nicht mehr so direkt jedenfalls. Komme ich hier rüber? Nein, besser nicht. Denn schwimmen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ist jetzt echt blöd, dass es jetzt so neblig ist. Ja, und ich bezweifle auch stark, jetzt bin ich wahrscheinlich genau auf der falschen Seite. Was wollte ich sagen? Genau, ich bezweifle auch stark, dass wir hier jetzt nochmal langkommen. Dass wir dann einfach sagen können, na, dann nehmen wir irgendwie beim nächsten Mal das den Kram mit, den wir in der Spence-Hütte gelassen haben. Ich entferne mich immer weiter von der Familie Spence. Ich muss langsam mal wieder in die Richtung laufen. Just saying. So. Ja, so ist echt super. So sehe ich keinen Prädatoren angelaufen kommen. Ich kann nicht auf lange Sicht planen, wo ich langlaufen soll. Das ist fantastisch. Genauso wünsche ich mir das. Ja, ich bin absolut vom Weg abgekommen. Aber wenn ich jetzt die Richtung nicht mehr wechsle, laufe ich genau drauf zu. Und ich habe auch noch relativ viel Tag übrig, also ist wohl alles in Ordnung. Hui, Eishüpfen. Ich hoffe, ich kann jetzt einfach hier bleiben. Oder auch nicht. Also, ich hoffe, tue ich es tatsächlich, aber es scheint nicht so zu sein. Wo bin ich zur Hölle? Vor allen Dingen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Wetter hier irgendwie geskriptet ist und vielleicht einfach gar nicht mehr besser wird. Zuzutrauen wäre es diesem Spiel ja. Es ist jetzt einfach neblig, weil es dann gruseliger ist. So. Klasse. Okay, ich glaube, das wird jetzt hier verhältnismäßig langweilig. Shelok sucht ihren Weg übers Eis.
Ich mache jetzt hier einfach Schluss. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge am Haus der Familie Spence. Ich werde das jetzt schon irgendwie finden. Ja, wir haben die Signalteile. Wir müssen nur noch zu Jeremiah zurück. Also nur noch. Wer weiß, was da sonst noch so passiert. Ich habe halbwegs raus, was ich mit diesen Bären machen muss. Und wir kriegen das schon hin. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Zeit. Passt gut auf euch auf und hoffentlich bis bald. Tschüss.